Guten Abend, liebe Zuschauer, zu einem weiteren interessanten Talk, auf den ich mich besonders frei. Herzlich willkommen, Karl Lagerfeld. Hallo, ich freue mich, dass Hallo, du da Abend, bist, Karl. Reinhold. Willkommen. Karl, wir wissen ja alle, dass du dich in letzter Zeit beruflich verändert hast. Jetzt habe ich nur im Blättli gelesen, dass du wieder was anders machen willst. Was ist denn das? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist dieses ominöse Gerücht, dass ich jetzt von einer Schnellkasse an eine normale Kasse gehen würde. Das ist Blödsinn. Erzähl doch mal generell was über deinen Job. Ja, ich habe ja in der Tat einen recht außergewöhnlichen Beruf, den auch nicht jeder ausüben kann, weil er ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein erfordert. Ich bin ja Head Supervisor an der Schnellkasse im Esbella-Markt in Kirchentellinsfurt, drunter im Industriegebiet. Und ich sage natürlich nicht ohne Stolz, dass meine Kasse dort eine von den beliebtesten ist. Du sagst jetzt Schnellkasse. Kasse, Karl, was ist da der Unterschied zu einer normalen Kasse? Hat die ein besonders schnelles Förderband oder wie? Also Reinhold, man denkt gerade, du wärst noch nie im Supermarkt gewesen. Stellst du dir da jetzt so ein turboschnelles Förderband vor oder wie? Nein, eine Schnellkasse, das ist einfach so eine Kasse, da darf man nicht bezahlen, wenn man mehr als 3 Artikel im Einkaufswagen drin hat. Stellt das für dich eine besondere berufliche Herausforderung dar? Also Reinhold, ich bitte dich, die Schnellkasse ist in der modernen Einkaufskultur ein nicht wegzudenkender Eckpfeiler. Und da darf man nicht durch, wenn man mehr als 3 Artikel im Einkaufswagen hat? Nein. Also maximal 3 Artikel bei mir, wenn ich an der Kasse sitze, sonst müssten wir es ja 5 Artikelkasse nennen. Ja, aber und, manche probieren also du hast ja. Die Anzahl der Artikel immer vor Augen. Ja, deswegen habe ich ja die dunkle Brille auf. Ich gucke da aus dem Augenwinkel immer in die Einkaufskarrenei, wenn die nur ganz vorne standet. Karl, heutzutage wird ja im Supermarkt alles über den Scanner gezogen. Jetzt hätte mich mal interessieren, ob du überhaupt noch richtig Kopf rechnen kannst. Also Reinhold, das sind die Basics für meinen Job. Sag mir, was ich dir schön ausrechnen soll. Rechnest mal 6 Fruchtbuttermilch und einen Kaba minus einen Leergutzettel für einen Kasten Bier. Also das sind ja schon 7 Artikel, da wäre bei mir gleich an der falschen Kasse, aber bei unserer momentanen Preispolitik, der hätte 2,48 Euro rauskriegen. Und das willst du jetzt im Kopf ausgerechnet haben? Ja, aber sicher. Moin, dass du da ein bisschen beschissen hast, mein Lieberle. Du ruf jetzt im Markt auf 1,8 Frau Ebinger an, die scannt das geschwind zusammen. Hanoi, das muss auch jetzt sein. Karl, noch eine wichtige Frage. Was machst du, wenn du gerade was eingescannt hast, was der Kunde doch gar nicht mehr will? Mache ich eine kurze Durchsage. Frau Bischof, Kasse 8 Storno, bitte. Karl Lagerfeld, vielen Dank. Ich glaube, ich kann im Namen vieler Zuschauer sagen, dass das Einkaufen ohne Menschen wie dich und ohne Schnellkasse unerträglich wäre. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Jetzt grüß Gott, Frau Metzger. Grüß Gott, Herr Bauer. So, dann ein bisschen der Müll ausstellen. Ja, ich stelle gerade ein bisschen der Müll aus. Wieso guckt sie so grimmig? Na, da hat irgend so ein Dackel wieder der Biomüll ins Altpapier geschmissen.